Ich bin heute früh aufgestanden, habe mich geduscht. Währenddessen habe ich die ein oder andere Mutter gebumst. Und dann... Ja, cool. Ich fahre bisschen Auto und fahre bisschen Auto. Ja, ich sollte ja Leute haben geschrieben. Manuel, warte, ey, wie du Auto fährst. Ja gut, das mache ich gerade. Ich fahre Auto. Ich bin aber hier wieder und wie man sehen kann, wenn ich in einem Auto bin, bin ich unterwegs. Gut, Manuel, ja. Ich bin auch wieder gar nicht müde und ich rede mir auch wieder gar nicht ein, dass ich hellwach bin. Nee, ist wieder alles in Ordnung bei mir. Alles gut. Und ja, jetzt gleich kommt eine Kurve und ich wette, diese Kamera fetzt durch das komplette Auto und dann kommen mir schon Regenbogen aus dem Arsch. Ja, weil ich so viel Spaß daran habe. Nee, was habe ich heute gemacht? Ich bin heute früh aufgestanden, habe mich geduscht. Währenddessen habe ich die ein oder andere Mutter gebumst. Und dann habe ich mich mit dem werten Herrn Oost getroffen. Und jetzt kommt die Kurve, jetzt kommt die Kurve. Ah, oh nee, Kamera, oh nee. Oh nee. Dann habe ich mich mit dem Oost getroffen. Dann haben wir ein bisschen Mittag gegessen. Dann bin ich wieder nach Hause. Dann haben wir fertig gegessen. Jetzt möchte ich nach Hause. Oh nee, Kurve. Oh nee. Oh nee, diese Scheiße, oh nee. Ja, cool. Dann, nee, jetzt will ich zu dem Postfach fahren und dann möchte ich so das ein oder andere Briefchen rausholen. Und, ja, das habe ich momentan vor. Das wird vielleicht sehr lustig und, da werde ich auch meinen Spaß haben. Und ja, gut, habe ich gesagt, hier ist 80? Hier ist 80. Ich fahre 80 und, der. Niemals 80. Das, wenn ich 80 fahre, kleine mathematische Aufgabe, wenn ich gerade 80 fahre und jemand schneller an mir vorbeifährt, fährt er dann auch 80? Das ist die Frage im Straßenverkehr, die ich mir immer stelle. Fährt die Person dann 80? Oh, hat der vielleicht einen anderen Tacho? Man weiß es nicht. Oder ist der einfach nur geistig behindert? Mann! Ja, man merkt wieder, Autofahren, ne? Bestes. Autofahren macht so viel Spaß. Oh, ich habe immer so eine Menge Spaß. Ich kann jetzt gar nicht richtig meinen Bart dokumentieren, weil man sieht, die Kamera, sie ist da und ich bin hier. Ja, oh nee, jetzt muss ich hoch. Oh nee, jetzt geht's berghoch. Oh nee. Jetzt muss ich da hochfahren und die Kamera, die hat gar keine Handlung, die ist da einfach nur draufgelegt. Nee. Und dann habe ich auch noch rot. Oh nee. Oh, langsam bremsen. Oh, der Typ guckt in den Rückspiegel mich sehr böse an. Wer ist der? Tschüss. Warum redet der? Und dann denke ich mir, tschüss, darum. Alter, fehlt dem Auge? Alter, sieht richtig gruselig aus. Nur ein bisschen Angst. Vielleicht wird es mein Lied zur Wielung sein. Oh, grün, ja! Ja, grün. Grün ist überschön. Ja. Eine Kurve. Vorsichtig. Oh, Sonne! Oh, nee! Oh, die Kamera! Oh, nee! Kamera! Nicht Kamera! Nee! Da ist auch ein roter Ampel. Oh, nee! Noch eine rote Ampel. Ja! Gut! Ich würde sagen, das war's mit diesem Vlog, weil ich muss ja... Wobei, ne, ich zeig gleich noch, was ich aus dem Postfach mir schönes geholt habe. Dann kann man gleich, dann kann ich gleich auch noch mal mein Bart zeigen. Oh, ah, die Sonne! Ja! Also, wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich hier fertig bin, oder? Bis gleich und... Cool. Willkommen bei der besten Beleuchtung E-Fucking-U. Auf dem besten Kanal E-Fucking-U. Ja. Keine Ahnung, ich war jetzt zu Hause. Ich bin ins Bett gelegt. Jetzt bin ich wach. Wie viele haben wir? Gucken wir mal.
Ich habe sogar weggestellt. 17 Uhr 28. Krass. Ja. Ich wollte irgendwas im Postfach machen, aber die Kacke liegt zu weit weg. Ich habe keinen Bock, das jetzt herzuholen, Mann. Bin zu faul. Ne. Ach, man sieht's gar nicht. Ne, zu faul. Ja, genau. Ja, das war's dann heute. Ah nee, muss ich noch mal Bart zergehen. Der jetzt schon ein bisschen länger wird. Ich bin sogar langsam am struggeln. Es gibt nämlich Menschen, die mir nicht mehr glauben, wie alt ich bin. Und im Endeffekt ist das nicht so geil. Das ist sogar ein Problem. Wenn man mir mein richtiges Alter nicht mehr abnimmt. Oh, das ist so ziemlich der einzige Faktor, der mich gerade zum Struggeln bringt, ja. Nicht so cool. Aber Malte hat ja gesagt, man kann mich mal fragen, hey, lutscht sich Manuel eigentlich selbst gerne an, jeden Tag, dreimal täglich, weil jeder weiß, ich bin mega gelenkig. Und ich mach da so gut, ey. Boah, ich bin der Beste im selbst den Cocksacken. Ja, ich sollte anmerken, ich bin vor, keine Ahnung, Alter, 3 Minuten aufgestanden oder so. Mein Kopf macht nur ratatatata. Und ich, was ist denn los? Ich bin noch voll, mein Kopf ist gerade noch voll im Überlebensmodus. Das kognitive Zentrum ist einfach gar nicht mehr aktiv. Das ist einfach zerstört worden. Da wurde gerade eine Bombe reingelegt und es explodiert. Und jetzt muss ich hier irgendwie klarkommen, weil ich diesen Vlog machen muss. Habe ich meinen Bart schon gezeigt? Habe ich schon? Oder nicht? Komm, machen wir nochmal. Man sieht viel. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die wir mitmachen. Malte. Und ja. Also wie gesagt, der Struggle ist there. Mal gucken. Wir sind erst bei Tag. Was haben wir für einen Tag? Chill, Bruder. Ich muss gucken, was für ein Tag ist. Chill, Bruder. 10. Tag. Ja, und 10. Tag. Und Struggle ist schon ein bisschen da. Ha! Ja, ne Lampe riecht gut, oder Bruder? Was sind die Lampen? Okay. Bevor das hier weiter sinnloses Rumgelaber wird, würde ich behaupten, dass wir jetzt Schluss machen. Denn ich muss noch die ein oder andere. Warte, dafür braucht man die andere Stelle. Denn ich muss jetzt noch die ein oder andere Mutter ficken. Und ja, da will ich ein bisschen Spaß haben. Ihr könnt auf Twitter und Instagram mal gucken bei Schweineboy und Mabido Edson. Das ist Spaß. Oder ihr guckt bei Broken Thumbs TV vorbei. Da kann ich direkt eine Sache anmerken. Da ist ja heute das Video rausgekommen mit Bravo. Und wahrscheinlich sind da Leute, da ist euer Bart ja weg, ihr Losers. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir das schon vorproduziert haben. Also wir hatten da schon was aufgenommen. Aber bis ich dann mal gedacht habe, nein, bis Krachten sich gedacht hat, oh, ich schneide das mal, hat es ein bisschen gedauert. So, das war's. Haut rein. Wir sehen uns irgendwann wieder. Tschüss und gute Nacht. Ne, gute Nacht.